Günter Grau zitierte in seinem Buch Homosexualität in der NS-Zeit Dokumente einer Diskriminierung einen Aktenvermerk aus dem Führerhauptquartier vom 19. August 1941, der folgendermaßen lautete. Zitat: Am gestrigen Abend sprach der Führer längere Zeit über die Pest der Homosexualität. Sie müsse von uns mit rücksichtsloser Strenge verfolgt werden, weil es im jugendlichen Alter eine Zeit gebe, in der man das Sexualempfinden des Jungen leicht nach der falschen Richtung beeinflussen könne. Gerade Jungen in diesem Alter würden von Homosexuellen verführt werden. Ein Homosexueller verführe dabei meist eine Unzahl von Jungen, sodass die Homosexualität tatsächlich ansteckend und gefährlich wie die Pest sei. Zitat Ende. Dieses Zitat veranschaulicht den Verführungstopus während der NS-Zeit. Der folgende Vortrag soll näher auf die Formen eingehen, die dieser während des Nationalsozialismus einnahm und die Implikationen über gleichgeschlechtliches Begehren, die dahinter steckten. Es soll in weiterer Folge jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass die Annahme, gleichgeschlechtliches Begehren könne übertragen werden, nicht genuin nationalsozialistisch war. Antihomosexuelle Strukturen und Politik, insbesondere unter dem Deckmantel des Jugendschutzes, gab es weit vor dem Nationalismus und über diesen hinaus. Die Grundlage für diesen Vortrag ist eine Seminararbeit, die ich im Zuge meines Masterstudiums der Geschichte an der Universität Wien in einem Forschungsseminar in Kooperation mit dem Queen geschrieben habe. Die Kontinuität des Verführungstopos, die ich dabei herausgearbeitet habe, steht in einer Verbindung mit der strafrechtlichen Verfolgung von Homosexualität und orientiert sich somit zeitlich am Bestehen des Paragraphen 129.1b und dessen Nachfolgeparagraphen, die im heutigen Österreich bis 2002 eine wesentliche Grundlage für die Penalisierung und rechtliche Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Begehren darstellten. Für eine allgemeinere Übersicht zur strafrechtlichen Verfolgung von vermeintlich gleichgeschlechtlich begehrenden Personen während des Nationalsozialismus in Österreich empfehle ich die Vorträge von Hannes Sulzenbacher und Anna Chaikova, die Sie ebenfalls in dieser Reihe finden. Doch worum handelt es sich beim Verführungstopos und welche Relevanz hatte er im Nationalsozialismus? Ganz allgemein beschreibt der Verführungstopos die Annahme, dass gleichgeschlechtliches Begehren erworben werden könne, und zwar ganz konkret, indem sie von einer unter Anführungszeichen tatsächlichen oder unter Anführungszeichen eigentlichen homosexuellen Person auf eine heterosexuell begehrende Person übertragen werden könne. Insofern ist der Verführungstopos eng mit der Frage nach der Ideologie von gleichgeschlechtlichen Begehren verbunden, einem Diskurs, der spätestens seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rege geführt wurde. Auch wenn beispielsweise Philipp Weber und Klaus Müller konstatierten, dass es sich bei diesem Diskurs um pluralistische Ansätze und Erklärungsmuster handelte, die sich einander nicht immer ausschlossen, kann er grob in zwei Lager eingeteilt werden. Das erste Lager vertrat die Ansicht, dass der Ursprung von gleichgeschlechtlichen Begehren in einer Anlage münden würde, also biologisch begründet sei. Das zweite Lager hingegen verortete die Ursache für gleichgeschlechtliches Begehren im Erwerb durch äußere Faktoren, unter anderem einer vermeintlichen Verführung durch eine gleichgeschlechtliche Person. Demnach hätte eine gleichgeschlechtliche Erfahrung die Macht, das Sexualleben bzw. den Sexualtrieb einer Person so weit zu prägen, dass sie von nun an selber gleichgeschlechtlich begehren würde. Vor allem Personengruppen, deren Sexualität noch nicht zur Gänze ausgereift wäre, also Kinder und Jugendliche, wären für eine solche Prägung anfällig. Insofern steht der Verführungstopos eng mit der Theorie der erworbenen Homosexualität in Verbindung. Damit der Verführungstopos funktioniert, muss eine Unterscheidung zwischen sogenannten eigentlichen bzw. unter Anführungszeichen tatsächlichen gleichgeschlechtlich begehrenden Personen und den sogenannten Verführten getroffen werden. Erstere markieren dabei unter Anführungszeichen TäterInnen bzw. unter Anführungszeichen ÜberträgerInnen von gleichgeschlechtlichen Begehren, wohingegen Zweitere lediglich Opfer einer ungünstigen Situation wurden. Diese Differenzierung zwischen tatsächlichen und lediglich in Anführungszeichen verführten oder verleiteten gleichgeschlechtlich begehrenden Menschen gab es nicht erst seit dem 19. Jahrhundert, wie Franz Eder beispielsweise konstatierte. Dennoch stehen für mich die Kontinuitäten des Verführungstopos seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Vordergrund. Vielerorts wurde bereits hervorgehoben, dass der Nationalsozialismus im Kontext der Verfolgung von gleichgeschlechtlich begehrenden Menschen keinen Bruch darstellte. Auch wenn er mit Sicherheit einen Höhepunkt der Grausamkeit markierte und die Intensität der Verfolgung verstärkte, wurden die Weichen dafür bereits zuvor gelegt.
Der Paragraph 129 1b wurde vom nationalsozialistischen Regime übernommen. Er stellte ohne Unterbrechung die juristische Grundlage der Pönalisierung gleichgeschlechtlicher Sexualität zwischen 1852 und 1971 dar. Weiters profitierte das Regime von bereits elaborierten Ermittlungsmethoden der Kriminalpolizei, die sich schon im frühen 20. Jahrhundert etablieren konnten. Im Kontext des Verführungstopos unterstreichen meines Erachtens drei Ebenen die Relevanz des späten 19. Jahrhunderts. Die Einführung des Paragraphen 129 1b schaffte die juristische Grundlage der Verfolgung von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts. Wobei hier anzumerken ist, dass seine Nachfolgeparagraphen bestimmte gleichgeschlechtliche Tätigkeiten weiterhin bis 2002 pönalisierten. Die zweite Ebene stellt der wissenschaftliche Diskurs bzw. die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit gleichgeschlechtlichen Begehren dar, die ab dem auslaufenden 19. Jahrhundert insbesondere durch Medizin, Psychiatrie, Psychologie, Sexualpathologie und später Sexualwissenschaften intensiv geführt wurde. Die daraus resultierenden Thesen und Vorstellungen über gleichgeschlechtliches Begehren führen mich zur dritten Ebene, nämlich der Wechselwirkung von wissenschaftlichen Theorien und möglichen und Anführungszeichen Maßnahmen gegen Homosexualität. Es war bereits die Rede von den beiden größeren Positionen bezüglich der Ursache von Homosexualität. Welche der beiden Theorien man sich anschloss, hing oftmals mit den aus ihnen resultierenden politischen Agenten zusammen. Robert Beachy verwies auf die enge Verknüpfung der Anlagetheorie im auslaufenden 19. Jahrhundert und Forderungen nach der Abschaffung von Paragraphen, die gleichgeschlechtliche Sexualität verboten. Denn wenn Sexualität auf biologische Faktoren zurückzuführen wäre, können Individuen nichts für ihr gleichgeschlechtliches Begehren und dürften deshalb auch nicht dafür bestraft werden. Andererseits bestand eine Nähe der Theorie der erworbenen Homosexualität mit juristischen und sogenannten therapeutischen Maßnahmen gegen Homosexualität. Denn wenn gleichgeschlechtliches Begehren erworben werden können, müsse man sie auch unter Anführungszeichen heilen bzw. andere vor einem möglichen Erwerb schützen können. Laut Florian Mildenberger hätte sich die Anlagetheorie jedoch um die Jahrhundertwende behaupten können und wurde in Lehrbüchern als Ursache für gleichgeschlechtliches Begehren angeführt. Zur Zeit des Nationalsozialismus sollte dies allerdings anders aussehen, was mich zur Frage nach der Relevanz des Verführungstopos für die nationalsozialistische Verfolgung von gleichgeschlechtlich begehrenden Menschen führt. Anders als zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dem auslaufenden 19. Jahrhunderts verkörperte Homosexualität für die meisten NationalsozialistInnen keine angeborene, sondern eine übertragbare, unter Anführungszeichen, Krankheit. Es wurde vielerorts mit Metaphern von Seuche oder Epidemie gespielt, bei denen der vermeintlichen Verführung eine wichtige Rolle zuteil kam. Sie markierte nämlich den Moment der unter Anführungszeichen Übertragung von gleichgeschlechtlichen Begehren. Insofern wäre theoretisch jede deutsche Person anfällig gewesen, homosexuell werden zu können, womit die Härte, mit der gegen gleichgeschlechtliches Begehren vorgegangen wurde, gerechtfertigt wurde. Laut Heinrich Himmler wären nur 2% der in gleichgeschlechtlichen Handlungen involvierten Personen sogenannte tatsächliche Homosexuelle gewesen, also jene, bei denen es sich um eine angeborene Homosexualität handeln würde. In der Vorstellung der NationalsozialistInnen wäre gerade von dieser Gruppe eine Gefahr für den sogenannten deutschen Volkskörper ausgegangen, da diese weitere Menschen zur Homosexualität verführen hätten können. Jene Kategorie der vermeintlichen Verführten oder unter Anführungszeichen MitläuferInnen hätte ihr gleichgeschlechtliches Begehren lediglich erworben, weswegen es bei ihnen noch unter Anführungszeichen Verbesserungschancen durch sogenannte Umerziehungsmaßnahmen bestanden hätte. Vor allem die Adoleszenz markierte einen vulnerablen Zeitpunkt, zu dem man als besonders anfällig für Verführungen galt, da hier die Sexualität als noch nicht zur Gänze ausgeprägt und gefestigt gedacht wurde. Es wird erkennbar, dass sowohl die Unterscheidung zwischen angeborener und erworbener Homosexualität sowie zwischen Verführer und verführter Person eine erhebliche Rolle in der Vorstellung über gleichgeschlechtliches Begehren im Nationalsozialismus einnahm. Zwischen Verführerin und verführter Person hätte eine implizite Machtasymmetrie bestanden,
die sich beispielsweise durch einen erheblichen Altersunterschied oder überlegener ökonomischer oder sozialer Position des der Verführerin manifestieren würde. Deshalb galt es, die vermeintlichen schwächeren Personen vor einer gewaltsamen Verführung zu schützen. Gewaltsam deshalb, weil der Verführungssopus per se konsensualen sexuellen Kontakt ausschließt. Obwohl der Verführungssopus eine zentrale Rolle in der antihomosexuellen Politik des NS-Regimes einnahm, handelt es sich auch im NS-Regime nicht um monolithische Vorstellungen über die Ideologie von gleichgeschlechtlichen Begehren. Neben der These der erworbenen Homosexualität kristallisierten sich in der Wissenschaft durchaus andere Perspektiven heraus. Theo Lang sah in der Homosexualität beispielsweise eine biologisch begründete Grundlage. Die Frage, ob gleichgeschlechtliches Begehren angeboren oder erworben wäre, blieb auch im Nationalsozialismus ein Streitthema. Zentral für die Relevanz der Verführungsthese ist ihre scheinbare Legitimation politischer Maßnahme als vermeintlichen Schutz des sogenannten Volkskörpers. Unter diesem Blickwinkel kritisierte auch der damals bereits pensionierte Psychiater Paul Schröder Theo Langs Forschung. Er sah in der Anlagetheorie eine Propaganda, die, anders als die These der erworbenen Homosexualität, jegliche Maßnahmen gegen gleichgeschlechtliche Sexualität verhindern würde. Die Verführungsthese diene somit als Rechtfertigung für die Verfolgung gleichgeschlechtlich begehrender Menschen. Jedoch manifestierte sich die Verschränkung der Verführungsthese und der Verfolgung von vermeintlich gleichgeschlechtlichen Begehren nicht nur auf Seiten der Verfolgungsinstanzen. Durch die Trennung von sogenannten VerführerInnen und Verführten und die damit einhergehende Hierarchisierung von gleichgeschlechtlich begehrenden Personen lässt sich der Verführungstopos als Selbstbeschreibung in den Gerichtsakten der Wiener Landesgerichte und des Militärgerichts der Division 177 finden, die erhalten blieben und in der Datenbank des Queens digitalisiert wurden. Selbstbilder ausschließlich anhand von Gerichtsakten zu rekonstruieren, ist aufgrund des Entstehungskontexts schwer bis nahezu unmöglich. Die Verhörten befanden sich in einer Ausnahmesituation und konnten Formen von physischer und psychischer Gewalt konfrontiert gewesen sein. Deshalb galt es, sich so wenig wie möglich vor Gericht zu Schulden kommen zu lassen. Bauer et al. Nannten diesen Zusammenhang bereits die Häufigkeit, in der der Verführungstopos als entlastender Erklärungsansatz angewendet wurde. Dicht gefolgt von Alkoholeinfluss. Eine vermeintliche Verführung konnte sehr wohl ein strafmildernder Grund sein. Dabei wurde allerdings meistens gemäß der Differenzierung von VerführerIn und Verführter die Rolle im aktuellen Tatbestand ermittelt bzw. erst ausgehandelt. Seltener bezog sich der Verführungstopos auf eine sogenannte Verführung zu einem früheren Zeitpunkt im Leben der Angeklagten, die als Rechtfertigung für das eigene gleichgeschlechtliche Begehren verwendet wurde. Stefan Micheler betonte weiters, dass Sexualität während des Zweiten Weltkriegs in einer breiteren Bevölkerungsschicht noch kein identitätsstiftender Faktor war und die Verhörsituation überhaupt eine erstmalige Reflexion über die eigene Sexualität evozieren konnte. Ebenfalls problematisch erweist sich die Tatsache, dass es sich bei den meisten Gerichtsakten um Paraphrasen der Verhöre handelt. Aufgrund dieser Schwierigkeiten fokussierte ich mich in meiner Seminararbeit eher auf die Narrative, in die eine sogenannte Verführung als Erklärung für das eigene sexuelle Begehren eingebettet wurde und welche Implikationen diese über gleichgeschlechtliches Begehren und die eigene Sexualität bargen. Während es sich dabei keineswegs um einheitliche Narrative handelte, möchte ich dennoch ein kurzes Beispiel nennen, das die Vorstellung der NationalsozialistInnen über eine vermeintliche Verführung widerspiegelt. Der kaufmännische Beamte Franz Johann S. gab beispielsweise in seinem Verhör durch die Gestapo zu, Zitat, homosexuell veranlagt zu sein. Direkt im Anschluss schilderte er seine erste gleichgeschlechtliche Erfahrung, die während seiner Lehrzeit stattfand. Dabei beschrieb er eine scheinbare Missbrauchssituation, die sich in einem Kloster zutrug. Er wäre über einen Zeitraum von 1,5 Jahren von einem Präfekten zu gleichgeschlechtlichen Handlungen genötigt worden. Den Einfluss, den diese Erfahrung auf sein restliches Leben gehabt haben sollte, bewertete er folgendermaßen. Zitat: Pater Trummer war es auch, durch den ich zu Unzuchtshandlungen verführt wurde, die für mein weiteres Leben bestimmend waren.
Zitat Ende. Dieser Satz wurde von den Verfolgungsinstanzen im Strafakt unterstrichen, was seine Relevanz für die Ermittlungen hervorhebt. Das ist kaum verwunderlich, immerhin schildert Franz Johann S. hier genau die vorherrschenden Vorstellungen der Ursachen von Homosexualität während der NS-Zeit. Er führte sein gleichgeschlechtliches Begehren und somit alle seine späteren sexuellen Erfahrungen, die er machte, auf die Verführung in seiner Jugend durch eine ältere Autoritätsperson zurück. Insofern schildert er seine Sexualität als einen Trieb, den er durch eine äußere Erfahrung erworben hätte, weswegen er gar nicht anders hätte können, als sich gleichgeschlechtlich zu betätigen. Die Vorstellung, Homosexualität wäre übertragbar und würde sich durch homosexuelle Personen verbreiten, nahm also eine relevante Funktion während des Nationalsozialismus ein. Diese Vorstellung verstrich allerdings mit 1945 nicht. Ebenso wie der Paragraph 129.1b sollte auch sie das NS-Regime überleben. Wie stark sich die Annahme hielt, dass vor allem Jugendliche und Kinder vor der vermeintlichen Verbreitung der Homosexualität geschützt werden müssen, wird im Prozess der Abschaffung des Paragraphen 129.1b deutlich. Zu diesem Zeitpunkt war Österreich eines der letzten Länder in Europa mit einem Totalverbot von Homosexualität. Doch die Aufhebung des Paragraphen 129.1b im Jahr 1971 geschah nicht ohne vehementen Widerspruch. Ulrike Repnick hob hervor, dass diese Strafrechtsreform nur durchgeführt werden konnte, weil 4 neue Paragraphen verabschiedet wurden, die homosexuellen Treiben Einhalt gebieten sollten. Der Paragraph 210 verbot, Zitat, gewerbsmäßige gleichgeschlechtliche Unzucht. Dieser Paragraph galt allerdings nur für Männer und wurde 1989 wieder abgeschafft. Der Paragraph 220 untersagte, Zitat, die Werbung für gleichgeschlechtliche Unzucht, und der Paragraph 221 unterband die, Zitat, Verbindung zur Begünstigung gleichgeschlechtlicher Unzucht. Beide blieben bis 1996 aufrecht. Der Paragraph 209 blieb schließlich bis 2002 bestehen und sah ein höheres Mindestalter für homosexuelle Handlungen zwischen Männern vor. Dieses lag nämlich, anders als bei heterosexuellem Sex, bei 18 statt 14 Jahren. Männliche Personen, die über 18 Jahre alt waren und mit einem Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren gleichgeschlechtlich verkehrten, begannen demzufolge eine Straftat, ungeachtet dessen, ob es sich dabei um eine einvernehmliche Beziehung handelte oder ob der Altersunterschied lediglich ein paar Monate betrug. Ab 1988 wurden nur noch Personen, die über 19 Jahre alt waren, wegen Paragraph 209 verurteilt. Ein zentrales Argument für die Einführung der neuen Paragraphen war der Jugendschutz. Die Vorstellung, dass insbesondere junge Personen, deren Charaktere und Sexualität noch nicht ausgereift wären, durch homosexuelle Erfahrungen oder lediglich durch Berührungspunkte mit anderen Formen von Sexualität als der heteronormativen selber ein gleichgeschlechtliches Begehren erlangen könnten, war noch in der Zweiten Republik wirkungsmächtig. Von Seiten der Kirche wurde im Zuge der Abschaffung des Paragraphen 129.1b die Befürchtung kundgegeben, dass Homosexualität sich nun verbreiten und, Zitat, zur Mode werden könne. Die Entwicklungen der Zweiten Republik zeugen davon, dass nicht nur die Gesetzlage, sondern auch homophobe Vorstellungen die NS-Zeit überlebten und somit nicht genuin nationalsozialistisch waren. Vielmehr handelt es sich um länger wirkende antihomosexuelle Strukturen, die auch in der Demokratischen Republik weiterhin ihre Wirkung entfalteten. Das wird unter anderem auch in der Abschaffung des Paragraphen 209 verdeutlicht, die immerhin erst durch eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes ermöglicht wurde.